Bentley wurde 1931 wegen eines finanziellen Einbruchs von Rolls-Royce übernommen. Bereits zwei Jahre später präsentierte Bentley den neuen Bentley 3,5 Liter mit dem kraftvollen und laufruhigen reinen Sechszylindermotor. Chassis und Motor wurden im Rolls-Royce-Werk in Derby, Großbritannien gebaut und jeweils vom Kunden mit einer Karosserie seiner Wahl bei verschiedensten Karossiers ausgestattet. Dazu zählten Karossiers wie Nutting, Parkward, Van den Blas, Barker oder Gurney, um nur einige zu nennen. Der hier gezeigte Derby Bentley trägt eine viertürige Limousinenkarosserie von Parkward Coachwork. Ein Faltdach sorgt an sonnigen Tagen für das sommerliche Frischluftgefühl. Das Fahrgestell der 3,5 Liter Derby Bentleys stammt eigentlich von einem nie in Serie gegangenen Rolls-Royce und der Motor entstammt dem Rolls-Royce 20-25, wurde aber maßgeblich überarbeitet. Mit seinem Hubraum von 3669 Kubik erreichte Bentley eine Leistung von 110 PS bei laufruhigen 4500 Umdrehungen in der Minute. Damit erreichen die sportlichen Fahrzeuge eine Spitzengeschwindigkeit von ca. 150 km pro Stunde. Das Fahrgefühl ist dennoch herrschaftlich und lässt keine Wünsche offen. Rolls-Royce prägte für die 3,5 Liter Derby Bentleys den Begriff der Silent Sport Cars. Um dieser Bezeichnung Paroli zu bieten, entwickelte man bei manchen Fahrzeugen einen Schalthebel, mit dem eine Klappe am Schalldämpfer geöffnet werden konnte, um den Klang des Motors etwas sportlicher erklingen zu lassen. Zwischen 1933 und 1937 wurden von den 3,5 Liter Bentleys stolze 1177 Chassis gebaut.